Connu. De pute, mec. Ah! Bin ne Füße de pute, chill ich, Digga. Dzień dobry, meine Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Channel. Im Hintergrund seht ihr ein bisschen Sniping, hat eigentlich nichts mit dem Video zu tun, aber vielleicht habt ihr ja eine kleine Lücke, wo ihr sagt, oh, vielleicht hättet ihr Bock auf Sniping. Gibt's auch auf meinem Channel ab und zu, zwar selten, aber gibt es. Okay, reden wir nicht weiter um den heißen Brei. Heute geht es um die AS44 Long Range Variante. Auf meinem Channel gab es schon eine AS44, allerdings ist es die Hipfire AS44, also komplette Nahkampfwaffe, nur für Nahkampf geeignet. Heute kann man die AS44 aber auch auf Long Range spielen, ja. Also beides ist wirklich krass. Die AS44, würde ich sagen, ist mit die geilste Variety-Waffe tatsächlich. Du kannst sie so spielen, so spielen, so spielen. Die Aufsätze sind einfach dafür da. Ja, heute die AS44 Long Range Variante. Ich würde sagen, viel Spaß mit den Highlights. Lasst ein Like und Abo da, falls du neu bist. Und ich würde auch schon sagen, wir gehen rein. Am Ende natürlich auch das Klassensetup dazu. Nicht vergessen, dranbleiben. What? Ah, in the middle. Because that loadout. Ja, pink, dude. Da bliver nade, eller hvad? Hvor fanden har de her de nade fra? Keep camping, you fucking birds. Du Hackerhut. Ah, ich hack auf einmal. We have no armor, man. Kill yourself. Rainbow.
Ah, schade. Ja, was soll ich 1 gegen 4 machen? Also, schade. Hallo? Hallo. Ich bin einfach Viertelfinale rausgeflogen, Digga. Billig. Nee. Wie viel? 4-3. Der Typ hat sogar gerade eben im Halbfinale hat er gerade gegen Dings gewonnen. Ein E-Sportler. Ja, alles wegen meinem Controller, Digga. Nee, das bockt gar nicht, Digga. Rot verdomen! Ja, Hurensohn-Controller, Digga. Fick deine ganze Oma, Digga. Warum? Nur ein Bastard-Controller, bei du. Gott sogar, Digga. Ich weiß nicht, Digga. Ich werde noch bald komplett eskalieren wegen Also, ich bin rausgeflogen, oder? Ja. Ich kann mit dem einen Controller nicht mehr rennen, Digga. Arnautovic. Ich kann aim, aber nicht rennen, Digga. Wow, das hab ich verloren. Das ist hart. Ja, ich hab nur noch heute Zeit gespielt. Ich glaube, ich kann noch ein paar akzeptable Rewards rausholen, Alter. Boah, der ist rausgegangen. Ich hab ihn auseinandergenommen. Ja, ne, 6 Siege wären schon cool. Da krieg ich auf jeden Fall ein 100k-Pack. Das wäre schon geil. Ich hoffe, dass ich jetzt, weil ich am Sonntag spiele, dass viele schon so gut wie durch sind und ein paar auch quitten. Weil... Wäre geil. Aber ich nehme alles mit, Digga. Wir sind ein Sweaty, Digga. Nächstes Game. Ja, Junge, was hat der denn für ein Team, Alter? Genau davor. So, Freunde der Sonne. Kommen wir jetzt zu AS44 Long Range Variante. Wie zocke ich die Long Range Variante? Die Close Range Variante habt ihr schon auf meinem Channel gesehen. Heute kommen wir aber auf die Long Range Variante zurück. Hier, ich zocke sie mit dem Quecksilber-Schalldämpfer, Mündung Quecksilber-Schalldämpfer, wegen der Rückschusskontrolle. Wie gesagt, Rückschusskontrolle und Präzision sehr wichtig für Long Range Varianten. Lauf zocke ich den ersten Lauf. Ihr seht schon, erster Pluspunkt, äußerst präzise und steuerbar. Zack. Ich finde, das sagt schon alles. Das ist wie gesagt Long Range, ja. Wenn Leute weiter weg sind, ihr müsst nicht. ZV-Geschwindigkeit ist da nicht wenig. Seht ihr auch Nachteile. ZV-Geschwindigkeit geht runter. Visier zocke ich das zweite Visier. Ihr könnt auch natürlich hier dieses SVT40PU Zielfernrohr zocken. Wie gesagt, muss euch selber gefallen. Schafft, zocke ich den letzten Schaft. Zielstabilität, Zuckenwiderstand. Bewegungstempo geht natürlich auch runter. Aber. Es ist die Long-Range-Variante, da brauchen wir keine schnelle Agilität. Extra zocke ich ruhig. Extra 2 vollgeladen, da brauche ich nicht weiter drauf eingehen. Griff zocke ich den Polymergriff. Präzision und Rückschuss bei Dauerfeuer. Keine Nachteile, wir haben aber trotzdem die Präzision und diesen Rückschuss, damit man schön die Leute voll R1 oder R2, kommt drauf, wie ihr schießt, voll durchdrücken, Leute weglasern auf Distanz. Magazin zocke ich das 45-Schuss-Magazin. Wegen dem Bewegungstempo. Bisschen Bewegungstempo muss dann natürlich doch sein. Ich zock auch als Secondary nur eine Pistole. Also ein bisschen agil muss man ja trotzdem sein. Man will ja nicht wie ein Opa hier durch Rebirth und Caldera rumlaufen. Munition verlängert. Wegen der Kugelschnelligkeit, damit die Kugeln schneller ankommen auf höhere Distanz. Und Unterlauf zock ich auch die Rückschusskontrolle und Präzision, den M1941 Handstopper. Präzision aus der Hüfte brauchen wir sowieso nicht, ne? Für größere Distanz. Ja. Und damit würde ich sagen, das war die Klasse. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.